Und jetzt ein rot-blaues Cap. Seitwärts. Yeah! Das ist unser Homie CJ. Perfekt, Mann. Wobei, ich guck noch, ob es mal eben was anderes gibt. Lalalala, was gibt's denn noch so? Kopfbedeckung. Mütze. Jetzt kommt. Ja, ja. Hat so ein bisschen den Rider-Style. Ich nehme die Mütze. Ich meine, es ist kalt hier in Kalifornien, da muss man eine Mütze tragen. So. Do you come again, sir? Wo ist Arthur? I'll get your ass. Can I buy you? You beautiful thing, what's standing here behind the castle? I enjoy being mad. Ja, Soul halt, Small, ich bin gleich Soul. So, dann fahren wir nochmal zu unserem Brother. Zu unserem Bro. Tja, selbst schuld, wenn du da hinspringst, weil ich nichts für. Oh, schon haben wir einen Stern, Unverschämtheit ist das. Oh, alter Schwede! 300 irgendwas. Ach ne, das lohnt sich einfach nicht. Das lohnt sich nicht. So, dann wollen wir erstmal die Waffen einheimsen. Meins, meins, meins und meins. Und dann mal kurz speichern unter dem hier. Dem hier. So, und jetzt aber zu unserem Bro Sweet. Oh, 10 Dollar mehr. Respekt, Respekt. Alter. Speichere ich halt nochmal. Was soll das denn? 9 und 17 Uhr war das richtig, richtig. Wir müssen zweimal speichern noch. Zack, und nochmal. Oh, halt. So, jetzt speichern. Lalalala. Auch schade, keine Waffen da. Ist ja doof. Sweet, jetzt aber. Lost. Oh, what's up, baby? Cross. What's happening? Peek this. Tenpenny just came by. Said that one of them ballers that you and Smoke laid out, Lil Weasel, is getting buried and all the OGs gonna be there. At a funeral? Yeah, we just catch all those ball sack ass niggas at one time. Hey, what up? What's going on, dog? At a funeral. Just like mamas. What up, family? Let's go pop these motherfuckers out. What's cracking? Hey, look, we gotta go do something real poppin', big. Nigga. What up, kinfolk? Put Grove Street on the map for good. For life. All right, nigga. Grove Street for Let's life. Let's roll. Also, TJ sieht mal richtig cool aus. We gonna need some allies. I shouldn't have eaten that taco. Haben wir? Nee, haben wir nicht. Warte. You want me to shoot you as well? G oder H. We gonna roll, homie, or what? Geht doch, so du Auto. I'm gonna put in some work, you down? Steig mit deiner Gang in den Wagen und bringe sie zur Beerdigung. Hey, so we can roll. Ein bisschen Trauer. And sneak over the wall. Kane, ain't that cat front yard royalty? Yeah, so if there's a hint of trouble, he's a no-show. Yeah! Und ein Sprung. CJ, you asshole! War alles geplant, ne? Anybody in this state cry? Falls jemand denkt und so. Hallo! Was ist das denn jetzt? Ich glaube, ich fahr voll falsch. Am Arsch der Welt ist das, glaube ich.
Hallo? Oh. What's up again? Ach, da oben, lecco mio. So, wir sind da, wer noch? Alle aussteigen. Okay, CJ, come on over. Die Mauer ist so hoch. Y'all take up positions and wait for Kane. Drücke, um deine Gang anzuweisen, in Position zu bleiben, oder G, um sie anweisen, dir zu folgen. Wenn du G oder H für einige Sekunden gedrückt hältst, oder wenn du dich zu weit entfernst, dann zerstreut sich dein Team. Here he come. Und genau das will ich. Ich habe keinen Bock mit denen. Looks like that bus is wearing armor. Might take a round or two to drop his ass. Okay, CJ, you take Kane, and we'll take the rest of these fools out. What was you saying? Yeah, so dein erster kaputt ist. So, little headshot, yeah. Come on, stay close! Arschloch, stehen bleiben. Wo schießt der überhaupt hin, der Penner? Get your fat ass up, stay close! Deal with that motherfucker! Head to a 1037 in central. Nice one, CJ. Yeah. I'm just a getaway car. You guys take out the rest of those ballers. So einfach kann das sein. Ach du Scheiße. Nee, das ist sweet. Hier ist keiner mehr. Mach die Tür auf, du Penner. So, geht doch. Get everybody in, let's roll. Allein steig doch nicht. Kane ist tot und wir sind die coolsten Gangster. Yo, ich hab Sweet bei mir, mein Bro, Junge. Das weißt du gar nicht, weißt du, yo. Ich kann schon. Undone Death, ja, Undone Death, Undone Death. Wow. Oh. Mein Gott. Boing! Der interessiert sich gar nicht für uns. Na ja. Scheiß Radio mal ausmachen. Asshole, motherfucker, Nico! You trying to ruin my day, asshole? One time, CJ. Yeah, man, we was a force back there. Everybody go home, stay low. We ain't seen each other all day. Copy? I'll catch you later, Carl. Naja, lohnt sich immer noch nicht. Speichern wir erstmal. Und mit diesem Speichern beende ich, ja, diese Aufnahmesession. Und man hört sich dann in der nächsten Aufnahmesession wieder. Bis, ich sag mal, gleich. Ja, bis gleich. Tschüss. Ja, willkommen zurück in der Hut und so. Es geht weiter mit San Andreas und vielleicht hört man sogar mit einem neuen Headset und mit einem noch leicht erkälteten Let's Player. Die Erkältung ist leider nicht ganz weg, vielleicht hört man das auch noch. Ich hoffe, das ist jetzt nicht schnauzig, ich rede gerade. Das ist ja nicht so schlimm. Aber rausgehen? Nein. Ja. Ich bin selber gespannt, ob sich jetzt meine Stimme verbessert hat, weil ich fand die mit dem alten Headset irgendwie doof. Naja, gut. Wie dem auch sei, ich erinnere mich, dass wir den ersten Bandenkrieg angefangen hatten. Und davor die Feuerwehrmission gemacht haben.
Ach ja, und das erste Date hatten wir, genau. Und jetzt, boah, ich weiß, was wir machen. Wir gehen einmal trainieren, was für die Muckis, nee, Kondition, glaube ich, eher erstmal, ne, richtig, ja, Kondition ist vielleicht was angebrachter. Da ist nämlich noch ganz schlecht, da kann er auch gar nichts. Auf dem Laufband, so, welche Taste war das jetzt, damit ich nicht direkt wieder auf die Schnauze fliege? Das müsste die Leertaste gewesen sein. Ich fange mal mit Stufe 1 an. Komm, du schaffst es. Nein, das war die falsche Taste. War ja klar. So, nochmal hier so und jetzt direkt so. Welche Taste war das denn? Umschalt, ja, genau, Umschalt-Taste. Ja, es geht und jetzt gehen wir mal Knallgas hier. 5 ist doch voll, komm, 6. Eieieiei, 6 geht auch noch. Alter Schwede, das krieg ich nicht hochgehalten. Ich krieg. Nein. Oh, ne, runter. Hoffe mal. Na komm, erstmal wieder 5. Auf Touren kommen. Alter Schwede. Ich will gar nicht wissen, wie das dann bei 8 oder bei 10 ist. Da fliegst du direkt aufs Maul. So schnell kannst du die Taste ja nicht drücken. Naja, wenigstens unsere Kondition geht jetzt hoch. So, 6 schaffen wir auch noch. Fragt sich nur, wie lange. Na komm, Anschlag, so andere Hand benutzen und jetzt. Jetzt klappt das auch. Mit rechts geht's einfacher. Nicht mal die Hälfte, ist ja läppsch hier. So, bis zum Anschlag wieder. Ja, Spannung pur. Ich kann mich nicht beklagen. Und ihr hoffentlich auch nicht. Ich würde sagen, wir laufen 3000 und dann machen wir wieder ein bisschen Muckis. Damit wenigstens ein bisschen Abwechslung da ist. Und was mir gerade auffällt, das Laufband läuft ja nicht. Der rennt selber auf dem Fleck ohne Band. Oh, scheiße. Ach, nee, das wird mir zu anstrengend. Oh, 5 reicht. Ich will mich ja nicht überanstrengen hier im Let's Play. Das ist ja, ne? Ich muss ja jetzt noch mindestens 6 Stunden durchhalten. Damit ich ein paar Folgen rauskloppen kann. Yeah, du kannst jetzt länger sprinten, schwimmen und Radfahren. Na, das können wir doch gebrauchen. Jedenfalls Radfahren. Eventuell. Naja, eigentlich eher sprinten, aber. Weglaufen wollen wir ja nicht, ne? Kommt nicht in die Tüte, Mr. CJ. So, 3000, beziehungsweise nächsten Konditionsaufbau mache ich noch mit. Und dann runter vom Band. So, dann machen wir die 3000 doch noch fertig und zack, runter. Because of traffic jams. Handelbank, Kurzhantel. Wir nehmen Handelbank. Ja, 120 Tacken, das ist doch gut. Sollte kein Problem sein. So, wie war das jetzt hier nochmal? Dingens und Dingens. Ja, das ist ja relativ einfach. Hätte ich auch direkt volles Rohr nehmen können. Ist echt einfach. Was habe ich jetzt genommen? 120 oder 100 Kilo? Also wenn ich mir das in die Hand drückst, dann falle ich erstmal von vorne weg. Du bist ein Muskelberg. Jawohl. Kann ich jetzt eigentlich auch mit Tab? Nein, kann ich nicht. Du kannst jetzt eine Vier-Mann-Gang für Respekt erhöht? Ach, das ist ja geil, das wusste ich jetzt auch nicht. Na ja, mehr Muckis, mehr Respekt, ne? Dann müssen wir dem eigentlich aber auch noch so einen Tanktop verpassen, dann, wenn er komplett aufgebaut ist. War es schon? Nee. Schlappe Leistung. Ach, ist ja nicht mehr viel. Ja, vielleicht sollten wir uns ein bisschen Fett anbauen. Ein bisschen was fressen hier. Bei der nächsten Dönerbude um die Ecke gibt's gerade nicht. Doch, dahinter ist Pizza Hut. Der Pizza Hut. Ach, der Schuppen, den wir am Anfang mal überfallen haben. Ja, gut, kaufen wir da jetzt ein, was soll's. Zwillinge. Ein Zwilling?
zwei Zwillingen.